aber einen ganz besonderen Pilz gefunden in Albanien, den wir hier nicht vermutet hätten. Ausgerechnet in der Hauptstadt. Aber eigentlich auch nicht so verwunderlich, denn die ist sehr grün. Ja, wir befinden uns jetzt gerade hier im Park von einem Checkpoint im Blockviertel von Tirana und ist jetzt vielleicht mal gerade die Zeit, so ein kleines Fazit zu ziehen des Wanderurlaubs. Frage ich doch mal die Wandersockendame, wie hat es dir gefallen? Ja, ich würde sagen, eine rundum gelungene Wanderreise. Ja, unsere Erwartungen sind sogar übertroffen worden. Ja, einfach tolle Landschaften, die wir erlebt haben, sehr abwechslungsreich. Ja, obwohl wir jetzt uns nur auf den Süden konzentriert haben, wirklich schon sehr unterschiedliche Landschaftsbilder. Ja, und man muss dazu sagen, eigentlich wollten wir sogar in den Norden, aber das wäre im Oktober nicht mehr so ganz sicher, weil es auch schneien kann. Vielleicht kommen wir noch mal wieder. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, was kann man sonst noch sagen? Die Hotels? Also wir hatten jetzt 3 Hotels kennengelernt, die waren alle sehr angenehm. Ja, besonders toll natürlich das am Meer mit Balkon und Blick auf das unendliche Blau. Ja, in Himara, das war sehr entspannend. Ja? Aber auch das Stadthotel hier in Tirana war schön. Können wir weiterempfehlen. Also wer ein nettes Hotel im Zentrum von Tirana braucht, der liegt mit Villa 60 genau richtig. Ja, was kann man denn zum Essen sagen? Ja, also wir sind ja jetzt nicht so die Gourmets, aber es war ausgesprochen lecker alles. Ja, also ich würde sagen, es sind vor allen Dingen sehr interessante Einflüsse, die, die albanische Küche hat, zum Beispiel italienisch, griechisch und auch türkisch. Also eine ganz spannende, bunte Mischung, die man hier serviert bekommt. Und die Biere kann man auch ganz gut trinken hier. Und die Süßspeisen essen. Ja. Ja, und die Wanderwege, die waren eigentlich durchgehend sehr, sehr schön, aber nicht durchgehend markiert. Das kann man so sagen, ja. Also ohne GPS wäre man schon wahrscheinlich verloren. Man muss dazu sagen, das ist hier kein ausgesprochenes Wanderland. Das ist erst so in den letzten Jahren passiert, dass man das so ein bisschen für den Tourismus entdeckt hat. Deswegen kann man nicht erwarten, dass es hier durchgehende Markierungen gibt. Man sollte schon auf jeden Fall ein GPS dabei haben. Dann kann man auch sagen, die Menschen sind wirklich unglaublich freundlich und ja, sehr kontaktfreudig auch. Also wir sind auch sehr oft angesprochen worden, wo wir herkommen. Und so als Deutscher scheint man hier dann auch nochmal so einen besonderen Bonus zu haben. Ja, sehr viele freundliche Begegnungen gehabt. Ja, das Land ist so ein bisschen im Aufwind, hat man das Gefühl. Ja, also eigentlich ja doch ein sehr armes Land, aber man merkt, dass es vorangeht. Ja, vor allen Dingen viel auch durch den Tourismus. Tja, wenn man irgendwas Negatives noch bemerken will, dann ist es vielleicht das Müllproblem. Ja, das müsste man wirklich noch in den Griff bekommen. Also das ist auch schade, weil die Landschaften doch oft so schön sind und warum werfen die Leute ihren ganzen Prödel da in die Natur? Das kann man nicht so nachvollziehen. Ich hoffe, da tut sich was in den nächsten Jahren. Jetzt folgt noch so ein kleiner Stadtspaziergang in Tirana. Wir haben noch einen Vormittag Zeit und hatten gestern Abend auch schon die Gelegenheit, so ein bisschen in die Stadt hineinzuschnuppern und hatten schon das Gefühl, dass es eine sehr lebendige Stadt ist. Da war sehr viel los auf den Straßen.
Ja, hier sehen wir nochmal den Bunker, den früheren Atombunker, wo jetzt eine sehr eindrucksvolle Ausstellung untergebracht ist und wo man nochmal den ganzen Terror nachvollziehen kann der kommunistischen Zeit. Geht sogar bis in die Anfänge des albanischen Staats zurück, als es sogar noch eine Monarchie war. Aber der Hauptteil der Ausstellung handelt tatsächlich von der Zeit der kommunistischen Diktatur, insbesondere von der von dem Unterdrückungsapparat und insbesondere die Rolle der Sigurimi, der Geheimpolizei, wird hier beleuchtet. Sehr eindrucksvoll gemacht, aber die Luft ist wirklich sehr dünn da unten in den Bunkern. Unsere Empfehlung wäre, geht da nicht zu den Stoßzeiten rein, denn dann wird es sehr eng. Thank you.
einer der Sehenswürdigkeiten von Tirana, die sogenannte Pyramide. Die hat sich der Diktator Enver Hoxha als Mausoleum geplant. Dazu ist es aber nie gekommen. Und heutzutage wird die gerade renoviert und soll dann eines Tages eine Art Kulturzentrum darstellen. Wenn man die Pläne sieht, sieht es interessant aus. In den letzten Jahren wurden hier wohl viele Fahrradstreifen angelegt. Besonders beliebt sind hier auch die in Deutschland ja auch schon allgegenwärtigen E-Scooter. Blockviertel, das war früher so was Ähnliches wie Wandlitz in der DDR. Da wohnten die Parteibonzen und es war gar nicht zugänglich für Normalsterbliche. Heute ist es eher ein Kneipen- und Ausgehviertel, aber es gibt auch ein paar Banken und Geschäfte. Es ist auf jeden Fall die Stadt der Cafés. Ich habe noch nie irgendwo so viele Cafés gesehen. Und die scheinen auch alle nebeneinander zu existieren. Ja, Achtung! In der Oktoberzeit sollte man durch die Kastanienalleen von Tirana mit äußerster Vorsicht gehen, denn da können schon mal solche Geschosse runterkommen. Nicht nur die Stadt der Cafés, sondern auch die Stadt der aufgeräumten Kioske mit unglaublicher Warenfülle.